Uploadfilter sind ja Filter sozusagen, die vorab Inhalte, bevor sie auf eine Plattform gestellt werden, identifizieren sollen und praktisch verhindern sollen, dass diese Inhalte überhaupt auf die Plattform kommen. Das ist aus Nutzersicht natürlich nicht so schön, weil erstens kann es passieren, dass halt ganz viele Inhalte, die wir sonst finden würden, gar nicht mehr auf die Plattform gelangen. Und dann haben wir halt im Urheberrecht auch bestimmte Schrankenregelungen, das sind so Erlaubnisregelungen, die halt für die Verbraucher oder die Nutzer auch die Möglichkeit der Nutzung eröffnen. Und Filter sind nicht in der Lage zu beurteilen, ist es vielleicht doch völlig okay, dass dieser Inhalt auf die Plattform kommt. Und dementsprechend hätten wir da einfach eine Einschränkung sozusagen aus Nutzersicht, was diese Nutzungsmöglichkeiten betrifft. So, kann natürlich auch wirklich Folgen haben für die Meinungs- und Informationsfreiheit. Also wir reden hier wirklich über Grundrechte, was sozusagen wirklich ein sehr massiver Eingriff ist, den Upload-Filter bewirken würden. Und das ist halt aus Nutzersicht einfach kein verhältnismäßiges Mittel.